Der neue Meisterschaftsführende seit dem Qualifying und Polesetter Mirko Bortolotti mit der 92, der das Saisonziel ausgegeben hatte, einen Platz besser als letztes Jahr. Da war er Vizemeister. Sein dritter Anlauf bewacht von seinem Teamkollegen Niki Team, Kelvin van der Linde, der schärfste Verfolger, nur einen Punkt getrennt, die beiden von der 5 aus ins Rennen gegangen. Der Verlierer der Startphase verlor ohne Grip Position um Position. Vielleicht die Zusatzgewichte nach dem Sieg von gestern, die 20 Kilo, der entscheidende Punkt für den Rückwärtsgang von Kelvin van der Linde mit der Nummer 3. Hier schon unter Druck von Thomas Preining, gefilmt vom Bruder von Sheldon van der Linde diese Duelle. Und vorne freie Fahrt für Mirko Bortolotti vor Niki Team, vor dem zweiten Abt-Audi von Ricardo Feller. Das DTM-Saisonfinale vor 95.000 Zuschauern, trotz des schlechten Wetters. Und Kelvin van der Linde, einer der Ersten, der abbog zum Pflichtboxenstopp. Der verzweifelte Versuch der Abt-Mannschaft beim letzten Audi-Wochenende doch noch mal was zu reparieren nach dem verpatzten Start. Aber das war nicht das Einzige, was schief ging. Auch Thierry Vermeulen ging an ihm vorbei. Sein Bruder neben ihm, Sheldon van der Linde im Schubert BMW. Ja, und Kelvin van der Linde kam nicht nach vorne. Und es war dann schon zur Rennmitte relativ schnell klar, dass alles Mirko Bortolotti in die Karten spielte. Drei Autos nebeneinander, noch einmal toller GT3-Rennsport. Die 20 Fahrzeuge mit einem versöhnlichen Saisonabschluss und am Ende mit einem verdienten Meister. Obwohl Mirko Bortolotti keinen perfekten Tag hatte. Denn der bekam Druck, nicht nur er, auch Maro Engel. Der dritte im Meisterschaftskampf hier im Duell mit Thomas Preining. Da war für ihn das Ding auch gelaufen. Ja, und Mirko Bortolotti vorne, der bekam Besuch von Luca Engstler. Hier, Maro Engel, nachdem für ihn die Kiste gegessen war. Und Ricardo Feller im Kies lange auf Podestkurs. Es blieb dabei der Meisterschaftsdritte des letzten Jahres, der Schweizer, einer der Verlierer der Saison. Der Pflichtboxenstopp bei SSR Performance, oft ja mal eine entscheidende Phase. Die gereckten Fäuste der Mannschaft war klar, wir haben alles getan, um ihn zum Meister zu machen. Das Duell Luca Engstler gegen Mirko Bortolotti, Lamborghini, Doppelsieg letztendlich, die 19, der zweite Saisonsieg für Luca Engstler im Grasser Lamborghini. Ein italienisches Motorsportmärchen, auch wenn Niki Team es nicht auf Podest schaffte, denn der war kurz im Kies. Das die beiden Führenden, hinten der Blaue, auch bemerkenswert. René Rast im Schubert Motorsport, BMW M4 GT3, mal wieder der Überhol- und Aufholkönig in der DTM. Er fuhr als Dritter auf das Podest. Schubert Motorsport damit Teammeister in der DTM. In einer Saison, die am Ende einen verdienten Meister sah. Und der ist Mirko Bortolotti. Hier die Emotionen riesig beim Italiener. Sein dritter Anlauf für den Titel. Die SSR Performance Mannschaft feiert den DTM Champion 2024 und er ist verdient und er heißt Mirko Bortolotti.